Yasin Haselhorst. Wie kommst du auf Haselhorst? Aber danke dir für deine Donations. Ich habe mein Citroën C5 für ein Ethereum verkauft. Ja, warum nicht? Statt dass du jetzt sagst, gib mir Euros, nimm mich lieber Ethereum, ne? Kann man machen, mein Lieber. Kann man auf jeden Fall machen. Hast du dir schon mal vorgestellt, wenn es Krypto noch 30 Jahre geben wird, was es wahrscheinlich geben wird, was für Preise da herrschen? Ich drehe durch. Mein Lieber. So weit gucke ich gar nicht in die Zukunft, wenn ich ehrlich bin. An der Stelle, wo wir uns jetzt gerade befinden, können wir gar nicht länger als 5 bis 10 Jahre in die Zukunft projizieren, in welche Richtung das gehen wird. Denn überlegt euch das mal, wie schnell sich Technologie entwickelt. Wird vielleicht in 15 Jahren irgendwas kommen, was so ein Hybrid zwischen Krypto und irgendwas anderem sein wird, irgendwas Neuem, was das Ganze hier wieder komplett auf den Kopf stellen wird, was Blockchain eventuell komplett nutzlos macht, ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Darum gucke ich einfach in den nächsten 10 Jahren voraus und werde die Gelder, die wir hier rausholen werden, in Hard Assets investieren. Ich werde in vieles Greifbares investieren. In vieles, was mir passives Einkommen generieren wird. Ich werde andere Unternehmen kaufen. Ich will eigentlich schon immer so ein, zwei Supermärkte besitzen. Weil Lebensmittel, egal, sei es zu Corona-Zeiten, sei es zu Krisenzeiten, es ist eine Sache, die wir Menschen brauchen. Ohne Nahrungsmittel sterben wir. Und daher ist es so in so einem Bereich, wo ich will in Zukunft unbedingt 2 bis 3 Lebensmittel lernen. Sei es, was weiß ich, Rewe-Franchises, Edeka-Franchises, irgendwas in die Richtung will ich auf jeden Fall kaufen. Dann wird vieles in Immobilien reinfließen. Wir haben auch eine vermögensverwaltende Firma, mit der werden wir immer mehr und immer mehr Immobilien kaufen. Aber auch privat. Auch privat. Vielleicht mache ich eine weitere GmbH auf, einfach nur nochmal privat, wo ich sage, hey, das sichert mir nochmal privat mein Einkommen. Egal, was mit unseren großen Unternehmen passieren sollte, ich hab nochmal da ein bisschen was. Und natürlich langfristig in Aktien. Warum? Es sieht nicht so aus, als ob wir in irgendeine Richtung gehen, wo wir einen Ersatz finden werden für unsere Währung. Klar, es wird CBDCs geben, aber wird man auch wie beim normalen Fiat-Geld auch CBDCs weiterhin drucken können, wie man es will. Ich denke mal, dass daran wird sich nichts ändern. Das Ganze wird einfach nur digital und das Problem bleibt digital. Und was passiert? Wir sehen es doch immer und immer wieder. Es ist vor unseren Augen, Leute. Guckt euch das mal an. Der US-Dollar-Index. Steigt er? Steigt der US-Dollar-Index, fallen die Preise bei den Aktien, fallen die Preise bei Kryptos, fällt eigentlich so gut wie alles. Warum ist das so? Wenn wir eine Wertsteigerung einer Währung haben, dann werden die Produkte, die man damit kaufen kann, natürlich etwas günstiger werden. Klar, weil ich jetzt für das Geld mehr bekommen kann, werden die Preise angepasst. Grob gesehen natürlich. Fällt der US-Dollar-Index, steigen die Preise natürlich bei den Aktien, steigen auch die Preise bei den Kryptos und so gut wie es beeinflusst einfach alles. Aber was, wir können aber darauf vertrauen, dass das Ganze weiter nach oben gehen wird. Je weiter das Ding fällt, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Preise weiter nach oben gehen werden für Aktien, für Kryptos und für die anderen Geschichten auch. Das heißt, und es sieht nicht danach aus, als ob sich das ändern wird in Zukunft. Das gibt uns eine teilweise Garantie dafür, dass die Aktien und dass die Kryptos und alles andere auch weiterhin steigen wird. Und abgesehen davon werden diese Riesengiganten von Unternehmen nicht einfach so verschwinden. Die werden nicht einfach so verschwinden. Zumindest nicht für die nächsten 10, 15 Jahre. Darum wird es in Zukunft wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, dass wir einen Teil unseres Vermögens auch in Aktien halten werden. Wenn dann aber langfristig einfach. Und natürlich muss man sich dann überlegen, in was man noch rein investieren kann. Ne? Je nachdem, wie liquide man ist, in Luxusgegenstände, die an Preisen steigern, sei es Luxusfahrzeuge, sei es Uhren, sei es Gemälde, sei es Grundstücke. Viele, viele Millionäre, Milliardäre kaufen sich riesen, riesen Grundstücke. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten. Aber das Schwerste ist erstmal, an Geld zu kommen. In jeder unserer Videobeschreibungen unten findet ihr einen Link zu Bitvavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.